Was für ein Anheizer hier, Sebastian, ne? Wir sind nicht in der Schoko Arena. Ist das so ein Fußballlied, oder? Ja, ich weiß. Irgendwas mit einer Allee und vielen Bäumen, ne? Ja, genau. Allee. So war's. Radio Bielefeld läuft am Mittwoch mit Roxane Brockschneider und Sebastian Wiese jetzt hier Mahlzeit. Im Studio. Nur einen Tag nach dem Abstieg in der dritte Liga von Arminia Bielefeld in den vergangenen Wochen, da wurde ja der neue Sportdirektor präsentiert, Michael Mutzel. Und der sagte sofort, Trainersuche hat oberste Priorität. Und jetzt, eine Woche später, haben wir den neuen, ne? Mitch Kniat heißt er, 37 Jahre jung, wurde eben in der Schüko Arena vorgestellt. Und du als Stadionsprecher und unser Kollege hier warst fein vor Ort. Wie ist er denn so, der Mitch? Ja, sympathisch, ne? Würde ich jetzt erstmal sagen. Also er kam rein in den Presseraum der Schüko Arena, hat erstmal jedem die Hand gegeben, sich persönlich vorgestellt. Egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter von Arminia war oder ein Pressevertreter, finde ich ja schon mal grundsätzlich erstmal nett. Ja. Ne? Macht einen guten Eindruck. Und Mitch möchte auch am liebsten genannt werden. Und er hat auf jeden Fall sofort den Eindruck vermittelt, dass er für die Aufgabe brennt bei Arminia und dass er Bock hat, eine ganz neue Truppe aufzubauen. Ich meine, ging jetzt ja auch alles ganz fix. Ne? Ja, als Freitag der Anruf kam und wir danach das Treffen gemacht haben, war es relativ schnell klar, das könnte sehr gut passen. Und dann haben wir uns ein zweites Mal getroffen und dann habe ich sofort gesagt, okay, alles klar, das muss ich hier machen. Was hat denn der Michel, der Mitch genannt werden möchte, sonst für einen Eindruck auf dich gemacht? Also offen auf jeden Fall, freundlich. Wir haben uns auch kurz unterhalten, dass ich ja Stadionsprecher bin. Er fragte dann auch nochmal nach meinem Namen und meinte, Mensch, deine Stimme habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört. Alter, jetzt hast du es geschafft. Da hat er mich natürlich sofort gehabt. Ne? Ich finde sogar fast, er wirkt so ein bisschen wie so ein Sunnyboy. Und da wollte ich wissen, ob das auf dem Platz dann ganz anders aussieht, beziehungsweise an der Seitenlinie. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch schon mal ausrasten, nicht nur an der Seitenlinie, selbst wenn wir im Training sind und mir passt irgendwas nicht, dann gehe ich da schon richtig rein, weil du kannst halt nicht erwarten, dass die Jungs am Samstag Vollgas geben, aber im Training geht es dann irgendwie nur mit 40%. Also das ist auf jeden Fall nicht meine Idee vom Fußball. Mir ist lieber, ich wechsle eine 17 Minuten aus, weil der kaputt ist, bevor einer denkt, der muss hier 90 Minuten durchhalten. Und dafür stehe ich und glauben Sie mir, das werden Sie auch noch ein paar Mal an der Seitenlinie sehen. Und klar wollte ich dann auch noch wissen, ob das privat ähnlich aussieht, ob er da auch mal anders kann. Geh gerne ins Fitnessstudio, geh gerne laufen, das ist so für mich, wo ich den Kopf frei bekomme. Aber ich bin privat auf jeden Fall mehr als entspannt. Und Bielefeld war ja nicht ganz so weit weg von Ferl. Bist du hier auch schon mal gewesen? Kennst du dich so ein bisschen in der Stadt schon aus? Zumindest hast du ja eben schon mir verraten, den richtigen Sender mit Radio Bielefeld hast du schon mal gehört. Ja genau, ich habe auch 2 Jahre vor meiner Zeit in Paderborn habe ich hier in Ferl gewohnt. Und deswegen kenne ich Bielefeld sehr gut. Ich werde auch sofort hier hinziehen, weil das macht schon Sinn. Ich will ja keine Zeit im Auto verschwenden, weil hier muss gearbeitet werden. Ah, schön. Auch noch einen grünen Fußabdruck dabei. Toll. Wie du, Fitnessstudio laufen den ganzen Tag über, ne? Ein Mann, der anpacken will. Ja, ein Träumchen. Da hat man wieder gesehen, okay, vielleicht müsste ich mal wieder ein bisschen mehr machen. Ach, Quatsch.